Hey Leute, willkommen zu der dritten Folge Ordern Calls 2 Redemption oder 2 Redemption. Ja, wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben und wir müssen jetzt mit der Minenwache sprechen. Ja, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich sie nicht so lang mache, aber sie wird relativ lang. Dafür wird diese nicht so lang. Und ja. Hoffentlich. Vielleicht wird sie auch wieder so lang. Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mit der Minenwache reden. Die ist da hinten. Okay. Ja, auf jeden Fall cool, dass ich jetzt hier neue Chars anfangen kann. Auf meinem iPad habe ich halt immer noch meine anderen Chars. Ja, und ich suche das momentan relativ viel, aber in Zukunft werden natürlich auch viele andere Sachen kommen. Ja, wir müssen jetzt mit der gleichen sprechen, die uns den Auftrag gegeben hat, okay. So. Ja, das geht mir einfach mal alles. Niemand liest die Quest in Wirklichkeit durch, Leute. Das müsst ihr selber sagen. Untersucht die ersten. Oh, ich kann nicht mehr reden. Untersuche die erste Einschussstelle, okay. Und wir müssen bösartige Ratten besiegen als Sofortaufgabe. Ihr seht, wir bekommen immer Sofortaufgaben. Ja, und die kann man. Also im Prinzip müssen wir Ratten besiegen und diese Männer da retten. Ja. Ich finde es auch gut, dass man in Anfangsgebieten, dass die Mobs da eigentlich angreifen. In weiteren Gebieten natürlich, also in späteren Gebieten natürlich, aber momentan noch nicht, das finde ich ganz gut. Ja, Sofortaufgaben gibt es ja auf jeden Fall reichlich zu questen. Finde ich nice. Ja, dann schauen wir mal. Also ich finde, wenn man sich dran gewöhnt hat, geht's voll klar auf dem PC. Natürlich auf dem iPad und so ist es besser, aber auf dem PC ist es doch auch ganz cool. Mal für zwischendurch. Ja. Aber ich finde das Game Bock schon. Müssen wir die auch töten? Ich kann es ja nicht mehr machen. Ja, auf jeden Fall habe ich diese Klasse noch nicht gespielt und deswegen, das ist sozusagen eine Premiere, dass ich spiele. In Ordern Calls 1 habe ich sie gespielt, aber hier noch nicht. Und ja. Auf jeden Fall cool. Gefällt mir zumindest gut momentan. Normalerweise war es so, dass man bald besser noch zum Assassino spielen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade irgendwie eine tägliche Quest abgeschlossen. So, gucken wir mal in dem Menü. Ja, töte Bestien war eine tägliche Quest. Ja, okay, sagen wir mal unsere Belohnung ein. Und machen weiter unsere Sofort-Quests. Also, es gibt halt viele Quest-Arten. Die ist auf der einen Art erstmal verwirrend, aber wenn man es erstmal gespielt hat, dann geht es voll und ganz klar. Ja, und schon auf die Sofort-Aufgabe abgeschlossen. Na, no, nein, jetzt haben wir ihn aus Versehen angegriffen. Wollten wir gar nicht, oder ich gar nicht. Ich meine, wir vom Fach nicht voll. Das ist so eine Eingewöhnheit, wenn man die Tür ist. Ah, wir müssen jetzt hierher und die Einschaltstelle besuchen. Besuchen, untersuchen. Weil ich bin so behindert. So Brain-Aufgaben unter. Ja, die erste haben wir jetzt untersucht. Jetzt die zweite, die ist dahin. Das ist gut. Ja, jetzt können wir erstmal in Requesten natürlich. Später werden uns die Mobs noch angreifen und so weiter und so fort. Aber momentan geht's klar. Ich kann echt nicht mehr reden. Übrigens ist Grinden nicht so gut. Also, Grinden funktioniert im Prinzip gar nicht, weil ihr so wenig EP von den Mods bekommt. Das glaubt ihr gar nicht. Deswegen, Grinden ist echt nicht das Beste. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt gerade die dritte irgendwie auf dem Marsch untersucht. Und haben jetzt die Quest abgeschlossen. Machen die. Und jetzt haben wir Herstellung aktiviert. Also im Prinzip das Berufssystem, kann man es jetzt nicht sagen. Aber im Prinzip das... So eine Art Berufssystem. Ja, hier können wir halt Elemente und Ausrüstung herstellen. Montag wissen wir nicht, weil wir für die erste Ausrüstung Stufe 5 benötigen. Und für die nächsten dann dementsprechend mehr. Und ja, hier seht ihr, da gibt es auch so eine Art Energie, dass man halt jetzt nicht unendlich Elemente herstellen kann. Die füllt sich dann halt automatisch pro Tag wieder auf. Weil sonst wäre es ja mega OP, ihr könnt einfach unendlich Sachen herstellen. Nee, so geht das nicht. Dann hättet ihr im Endeffekt unendlich Gold, irgendwann, wenn ihr alles verkauft. Wird zwar Zeit in Anspruch nehmen, aber im Prinzip hättet ihr das dann. Ja, so geht es natürlich nicht. Und ja, so viel im Prinzip dazu.
Also, man kann schon sagen, es ist Pay to Win, aber ich würde es nicht unbedingt sagen. Ich würde es nicht unbedingt sagen, dass es zu Pay to Win ist. Klar, für Leute, die Game Loft nicht kennen, die werden es wahrscheinlich sagen, aber für Leute, die einfach geile Spiele von Game Loft erwarten, für die ist es halt trotzdem ein geiles Spiel. Und ich spiele halt Game Loft Spiele seit über 3 oder 4 Jahren. Und da bin ich schon gewöhnt, dass manche Sachen einfach man Geld dafür ausgibt. Und ja, ich erwarte ein Geld von Game Loft, das habe ich im Prinzip bekommen. Also ich finde das Spiel ganz cool. Klar, Questen ist teilweise langweilig, keine Frage. Also das Spiel wird auch irgendwann mal langweilig, wenn man nur Quests sieht. Aber was erwartet man davon Quests? Also Quests sind Quests. Da gibt es nichts Spannendes dran. Quests. Ja, und hier sind auf jeden Fall Mobs, die uns schon direkt angreifen. Keine neutralen Mobs. Oder nein, ja. Okay. Haben wir das. Und dann haben wir jetzt das hier gemacht. Und jetzt wird hier gleich ein NPC erscheinen, hoffentlich. Ne, der liegt hier drin, okay. Ja, abschließen. Und jetzt müssen wir ihn befreien. Das ist doch logisch, warum liegt der denn sonst runter? Okay, anscheinend müssen wir mit ihm reden und dann haben wir ihn befreit. Und jetzt mutiert er irgendwie. Wir müssen ihn jetzt gleich töten. Frag mich nicht warum. Aber wir warten mal, bis er angreifbar ist. Und jetzt ist er angreifbar. Übrigens, wundert euch nicht, wenn ich mal im weiteren Spielverlauf einfach Quests mache, die 2-3 Level zu hoch sind. Sie sind schaffbar, sie sind zwar schwieriger, aber sie sind schaffbar. Das liegt daran, dass hier, wie gesagt, extrem wenig Quests gibt. Und ja, eigentlich schon verhältnismäßig wenig Quests gibt. Und man da teilweise schon Quests macht, die eigentlich gar nicht für das Level vorgesehen sind. Aber trotzdem kann man halt irgendwie schon über die Level. Ja, also wenn man die Quests schon vorher gemacht hat, man kommt irgendwie über die Level. Das habe ich schon gemerkt in den Zeiten, also im Prinzip in den Leveln 9 bis, nee, in den Leveln 8 bis 12 habe ich das gemerkt. Man kommt schon irgendwie über die Level. Ja, ist schon eine kleine Herausforderung. Also das Spiel ist nicht einfach, aber es geht klar. Ja, jetzt müssen wir nochmal mit der reden, okay. Ah, jetzt kommen die kurz abschließen, also doch. Okay, jetzt müssen wir Jakobs Leichen untersuchen. Wir müssen irgendwie helfen und er verfolgt uns. Okay. Ja, das wollen wir nicht alles erzählen. Oh, das hasse ich. Aber okay, gehört dazu. Mob sei im Angreifen. Ein Angreifen. Also jetzt ist vorbei mit wie heißt es? Mit nicht angreifenden Mobs. Leider. Warum können wir das denn jetzt nicht machen? Hä? Wir konnten das doch nicht machen. Lol. Ich versuche jetzt mal ein bisschen zu rotten. Wahrscheinlich nicht mehr. Ne, ich krieg lieber drauf, Leute. Oh ne, jetzt habe ich noch einen angerührt. Das kommt davon, wenn man Hotkey hat. Ah, okay, wir können auch einfach da unten drauf drücken. Das ist das leichter. Du musst nicht unbedingt immer das Ziel suchen. Das Ziel finden. Okay. Ja, jetzt müssen wir noch hier hin, also ein bisschen rumlaufen. Da kann man jetzt nicht viel zu kommentieren, deswegen rede ich auch manchmal so ein bisschen komisch oder ein bisschen stottern. Weil ich manchmal nicht weiß, was man kommentieren soll dazu. Jetzt müssen wir Lilians Tochter retten. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal vorlese, aber irgendwas so muss ich ja sagen. Sonst könnte ich auch einfach Musik einblenden und nichts sagen. Das ist ja auch nicht, das ist ja nicht das von einem kommentierten Let's Play. Okay, jetzt lassen wir uns direkt zwei. Dann töten wir die Nacht. Das ist noch recht einfach. Aber das geht nicht so auf Level, ich sag mal 6, 7 N an. Ja, dann gucken wir mal. Vielleicht, wir kommen ja höchstwahrscheinlich jetzt noch ins Level 5, dann zeige ich euch in der nächsten Folge. Die Solo Dungeons, ja, wird recht cool. Die finde ich mich auch recht cool. Gehen zwar recht schnell, aber die sind recht cool. Und ja, die kann ich euch zeigen. Und die sind für Level 5. Nice. Okay, eigentlich kann ich euch jetzt noch zeigen. Kommt. Ich zeige euch jetzt nochmal. Ja, nehmen wir mal eben die Quest an. Und jetzt sehen wir hier ein spannender neuer Kerker-Modus. Deine Träume enthalten zusätzliche. Deine Träume enthalten tatsächlich Einzelabenteuer. Ja, wir können jetzt hier ein
Kerker auswählen. Montag gibt es nur einen, weil die Kerker, seht ihr, verschwinden ja immer, die wechseln immer. Also nach 9 Stunden oder nach ungefähr 10 Stunden kommt halt ein neuer Kerker. Manchmal gibt es sogar zwei Kerker, die man parallel spielen kann, aber so wechseln die sich immer im Prinzip auch. So hat man Abwechslung, das finde ich cool. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt gibt, weil ich glaube so 5 oder so. Die passt sich übrigens immer an deinem Level an. Das heißt, wenn ihr mit Level 12 da reingeht, sind die hoch Level 12. Wenn ihr mit Level 5 da reingeht, Level 5 und so weiter. Ihr könnt 3 pro Tag spielen. Nach 3, ja, könnt ihr halt nicht mehr spielen. Dann müsst ihr halt warten bis zum nächsten Tag. Und ja, ich würde sagen, wir spielen einfach mal. Das dauert so 4 bis 5 Minuten, also nicht relativ so lange. Aber ich finde es ganz cool. Die kenne ich jetzt schon, weil ich sie auf dem iPad gespielt habe. Also die Kerker sind... aktualisieren sie sich immer gleich auf, egal welcher Plattform ihr seid. Und ja, jetzt kommt hier noch nur so eine kleine Zwischensequenz, das finde ich auch ganz cool gemacht. Ja, also das sind im Prinzip die Solo Dungeons, sind im Prinzip aus einem Boss und ein paar Mobs aufgebaut. Also jetzt nicht so groß wie normale Dungeons sein werden, aber schon ganz nice. Ah, hier sind Mobs. Wir müssen jetzt im Prinzip hier mal den Spiegel da berühren, oder die Scherbe da berühren. Und ja, vorher sind halt immer Mobs da. Ja, den Kerker habe ich wie gesagt schon mal durchgespielt auf dem iPad. Beim Main Char. So. Okay, ja, jetzt haben wir die Mobs besiegt. Jetzt können wir hier den Spiegel berühren oder benutzen. Und ja, dann haben wir jetzt hier schon 1 von 4. Und jetzt geht der Spiegel hier hin. Das gleiche Spiel nochmal. Wir müssen die Mobs angreifen oder killen, nicht angreifen, angreifen natürlich auch, aber killen in erster Linie. Ja, und das ist eigentlich ganz einfach oder zumindest ganz okay. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es natürlich dieses als Bogenschütze geht gegen den Boss, aber als Dritter war es eigentlich ganz einfach. Ich muss natürlich auch noch lernen, die Klasse ein bisschen zu spielen. Aber wo ist er denn? Hier oben. Okay. Wir können übrigens nur so weit rauszoomen, also leider nicht weiter, aber ich bin eher einer, der spielt meistens auf so einer Einstellung oder so einer Einstellung. Ich bin nicht einer, der so extrem weit rauszoomt. Ein bisschen klar, aber nicht extrem weit. Also so spiele ich meistens oder ein bisschen näher. Ja, keine Ahnung. Geht klar, finde ich. Ja, dann machen wir mal das. Das ist unnötig, jetzt können wir wieder einklappen, weil wir noch keine Skills. So, dann ist der hier. Wir haben noch ein paar Minuten, das geht im Prinzip auch Zeit. Ist in normalen Kerkern natürlich nicht nur in Solo-Kerkern, geht das auf Zeit, weil man ja, ja, das kann man eigentlich auch gut in der Zeit schaffen. Ich glaube, nach der Zeit kriegt man einfach weniger IP oder weniger Belohnung, weiß ich nicht. Ja, also. Man fliegt dich komplett aus dem Kerk raus, aber man soll es schon in der Zeit schaffen. Ja, finde ich ganz okay. Weil sonst, ja, sonst ist es auch keine Herausforderung. Aber man kann es alles gut in der Zeit schaffen. Also, ja, ich finde eigentlich ist es sogar noch zu viel Zeit angestellt. Aber okay, dann machen wir das mal eben. Also das Spiel ist alles Meinungssache, aber ich finde das Spiel mega nice. Ja, jetzt kommt wieder so eine kleine Zwischensequenz. Jede Scherbe geht hier rein, dann lauert er uns irgendwas mit Prophezeiung und bla 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 und ja, den müssen wir jetzt im Prinzip töten. So. Und hier oben sind wir halt immer die Leben vom Bossgegner, von normalen Gegnern, sieht man die halt einfach über den Namen, also hier über den Namen, aber bei Bossgegnern sieht man es halt im Prinzip ja, halt nochmal extra. Auch wirklich davon ausgehen kann, dass man sieht. Ja, und jetzt haben wir die Quest abgeschlossen und somit auch der Kerker. Aus dem Boss gibt es jetzt eine Mini-Truhe, wo ein paar Belohnungen drin sind. Und hier ist dann die Endtruhe, die können wir halt auch looten. Bekommen wir noch ein paar Belohnungen und werden dann automatisch aus dem Kerker heraus teleportiert. Ja, so viel zu den Solo-Dungeons. Ich finde es ganz nice. Ja, ist auch mal was anderes. Dazu hat man noch mal was zu tun. Leider gibt es im Spiel noch keine Arenen, es gibt nur Open World PvP, aber das kommt auf jeden Fall, denke ich, noch hinzu. Und ja, dann hoffe ich, euch hat dieser Part auch noch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Part. Ich weiß nicht, wie ich das alles hochladen werde. Auf jeden Fall, guckt
wir noch mal eben ganz schnell hier. Ich wollte gerade die Begrüßung machen, aber wir müssen eben noch die Quest hier, die Belohnung von der Quest hier ansammeln. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.